Schöne Drei-Zimmer-Wohnung in der Sanierung. Wohnungen sind fast fertig. Schöne Morgensonne, der blanke Wahnsinn. Schönes großes Dielenbereich. Wohnung mit Parkettlaminat ausgestattet. Kommt schön die Sonne heute Morgen mal rein, obwohl es die letzten paar Wochen immer geregnet hat. Der Garderobenbereich schön groß. Für die Dame von Welt, für die Schuhe. Mit Frauen sollte man sich ja nie anlegen. Gehen wir erstmal ins kleine Zimmer. Arbeitszimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer. Überall Parkettlaminat, überall Steckdose genügend. Überall genügende Fernsehanschlüsse. Gespachtelte Wände. Zentrale in der Innenstadt. Fast alles saniert schon. Da hinten steht noch ein Kran, aber wirklich fast alles saniert. Und heute mal wirklich schönes Wetter. Der blanke Wahnsinn. Blick ins Zimmer, vom Fenster aus gesehen, überall neue Kassettentüren auch. Weil so schönes Wetter heute ist, gehen wir erstmal gleich von der Diele in die schöne Wohnküche, weil da ist nämlich gerade die Sonne da. Wir haben 18 Quadratmeter Wohnküche mit Ostbalkon. Das heißt, wenn Sie morgens hinten aus dem Schlafzimmer kommen, haben Sie gleich die Möglichkeit, sich den Kaffee zu holen, Tee oder sonstiges. Und dann sich schön auf den Balkon zu setzen und Kaffee oder Tee zu trinken. Kleines Schlafzimmer ostseitig. Wie gesagt, hier muss nur noch mal der Maler durch, dann sind die auch schon fertig. Ostseitig zum Innenhof. Kleine Einfamilienhausanlage, aber wirklich sehr klein, nur ein Geschoss, nicht zweier. Blick ins Zimmer, vom Fenster aus gesehen natürlich hier schon die neue Vorschrift, überall in jedem Zimmer Feuermelder, natürlich auch neue Kassettentüren. Kommt man aus dem Schlafzimmer sozusagen in die große Wohnküche, holt sich hier dann morgens den Kaffee und trinkt schön in der Sonne auf dem Balkon, natürlich vorausgesetzt, die Sonne scheint, mit Blick auf die Einfamilienhaussiedlung, den Kaffee letztlich genießen. Der Garten wird noch gemacht. Wie gesagt, sehr große Drei-Zimmer-Wohnung, 80 Quadratmeter. Jetzt gehen wir in der Diele wieder hier rechts war der Garderobenschrank. Sind wir im Wohnzimmer, westseitig, das heißt Nachmittagssonne, ab 14 Uhr circa.
Und obwohl der Morgenverkehr da ist, verhältnismäßig ruhig. Klar, die fahren jetzt alle auf Arbeit. Aber es geht doch. Alles noch im Rahmen. Blick in das schöne große Zimmer. Vom Fenster aus gesehen. Da unten auch wieder genügend Steckdosen, Fernsehdosen, Nebenzimmer. Alles reichlich vorhanden. Jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Zum einen morgens Sonne, Wannenbad und Duschbad. Sind wir hier gleich im Wannenbereich mit Ablage schön. Dann nebenan ist gleich die Dusche. Nebenan das Vorhänge-WC mit oben Ablage. Sehr großes Fenster zum Balkon und zum Garten. Hier links haben wir den Anschluss für die Waschmaschine, auch genügend Steckdosen, große Ablage, Handwaschbecken und hinten dran haben wir noch den Handumheizkörper. Wie gesagt, Fenster zum Balkon und zum Garten, also kein Haus gegenüber, so dass man in Ruhe auch duschen kann und sich frei im Bad bewegen kann, ohne dass jemand zuguckt. Blick vom Fenster ins Bad, da sieht man, wie hell die Sonne ist, das ist ein Raum. Ja, die Handwerker sind in 14 Tagen raus. Dann ist die Wohnung fertig und alles ist schön. Nochmal ein Blick in den Garderobenbereich. Das waren die drei Zimmer. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag und bleibt gesund.